Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bevor ich anfange, ich join ganz kurz auf meinen Aircraft Server, damit ich nebenbei ein bisschen spiele und mir nicht so langweilig ist. Das ist jetzt ein Intro vor dem Intro zum eigentlichen Server-Vorstellungsvideo. Vorneweg, das Haus ist so groß, da oben wohnt jemand, da wohnt jemand, da wohnt jemand, da wohne ich. Es ist das Intro vor dem Intro zu einem Server-Vorstellungsvideo. Grund ist, ich habe ein Server-Vorstellungsvideo gemacht, wo ich so den ein oder anderen Kommentar gelesen habe. Es wäre doch scheiße, wie ich über den Server rede, dass es bei den ganzen Leuten nicht laggen würde, sondern dass es an mir liegt und. Vorneweg, das hier ist ein Modded-Server. Ja? Modded. Wir gucken mal ganz kurz, sieht man das hier? Nein, sieht man gerade nicht. Ich gehe aber mal ganz kurz ins Haus. Dann gucken wir uns das mal hier an. Mit diversen Mods. Angegeben in den Modpacks sind 126 Mods. So, und da gibt es Leute, die sagen, ich würde einen Server schlecht drehen, einen kompletten Vanilla-Minecraft-Server schlecht drehen, weil es dort laggt. Wir können mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier in meinem PC drin? Oh, ein Intel Core i5. Aha. Eine GeForce GTX 1050 Ti. Sogar eine OC mit 4 GB. Und da stehen sogar die 126 Mods. Und was soll ich sagen? Dieser Server läuft einwandfrei, ohne Probleme. Ich join auf einen Vanilla-Server. Da ist nichts gerendert, bei mir gar nichts, weil ich immer neu auf die Server joine. Und was ist? Es laggt. Das ist ganz normal. Und wenn ich dann längere Zeit auf dem Server bin und es laggt immer noch, soll es an meinem PC liegen? Das glaube ich wohl eher nicht. Ich habe hier eine 500K Glasfaserleitung. Ich glaube nicht, dass es an meinem PC oder meiner Internetverbindung liegt, dass hier irgendwas falsch läuft auf einem Vanilla-Server. Wenn es laggt, dann liegt es an dem Server, nicht an mir. So, das nächste Ding ist dann... ja, man würde diverse Nebengeräusche bei mir hören. Erstens, es ist Weihnachts, beziehungsweise jetzt nicht mehr, jetzt ist Neujahr. Wir haben gerade den 5. Januar um 1.22 Uhr, wo ich dieses Intro aufnehme. Ein Mensch muss atmen. Das hört man komischerweise auch in einem Mikrofon, wenn man kein Mischpult oder kein Popschutz oder sonst irgendwas hat, dann hört man das, wenn ein Mensch atmet. Wenn ein Mensch schwer atmet, dann vielleicht liegt es daran, dass er krank ist, erkältet ist. Darüber sollten sich mal einige, die solche Kommentare schreiben, Gedanken machen und nicht einfach drauf loshaten. Nebengeräusche, man hört dich schwer atmen, bla bla bla. Das ist was ganz Normales, liebe Kinder. Und jeder, der sowas unter ein Video schreibt, will erstens nur, dass der Server nicht schlecht gemacht wird. Zweitens wollen sie einfach nur Dampf ablassen, weil sie anscheinend erst 13, 14 Jahre alt sind. Nichts gegen 14-Jährige. Ich habe selber drei Kinder, wo einer so mittlerweile in die Pubertät kommt. Und ich schreibe trotzdem nicht unter irgendein Video, boah, man hört dich so schlecht, du atmest so schwer, bla bla bla. Fasst euch mal in den Kopf, überdenkt mal eure Erziehung. Oh, der Mann ist vielleicht krank. Vielleicht hat er sich ja erkältet in der Weihnachtszeit, in der Winterzeit, im Dezember, im Januar, wann auch immer. Ja, so, das ist das erste Ding. Das zweite Ding, ich mache diese Servervorstellungen auf YouTube, ja. Aber es ist meine Meinung, was ich über einen Server sage. Wenn mir da was nicht gefällt, ist es meine Meinung. Wenn mir da was gefällt, ist es meine Meinung. Ich gehe komplett voreingenommen auf einen Server ein.
Auf den Server, den ihr jetzt nach dem Intro seht, wurde ich sogar persönlich eingeladen, dass ich dieses Video mache. Das mache ich sehr gerne, wenn man mich drum bittet. Ich gehe da voreingenommen rein. Wenn mir da was nicht gefällt, sage ich das in dem Video. Wenn mir was gefällt, sage ich das auch. Alle die diese Videos gucken und denken, boah, das ist doch geil, boah, das ist scheiße, sollen auf den Server gehen und sich selbst ein Bild machen. Meine Meinung gebe ich in meinen Videos wieder, nicht die Meinung von Person A, von Person B oder C. Es ist meine Meinung. Da sollten sich diese Kinder, die das letzte Mal solche Kommentare geschrieben haben, sich vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen und nicht gleich sofort hier übelst diese Kommentare machen, ja? Euer Server hat geleckt. Es lag nicht an mir, es lag an eurem Server. Und ich sag's offen und ehrlich, euer Server war und ist schlecht. Deswegen habe ich ihn auch aus meiner Serverliste gestrichen. So. Ich habe zig Millionen Server. Das sieht man. Man sieht die ganzen Server-Videos. Auf keinem Server leckt's, außer bei euch. Aber ganz ehrlich, ich reg mich da jetzt auch nicht weiter drauf auf. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich nicht so laut bin, sonst wird mein mittelstes Kind wach. Der schläft nämlich heute alleine hier. Und fertig. Es ist meine Meinung, die ich hier kundgebe. Und gut. Und an meinem Server lag es auch nicht, dass es geleckt hat. Denn wie man sieht, hier ein Modded-Server mit 126 Mods. Mein eigener Server, wo ich meine Freunde, Kollegen, Kameraden, wie man es auch immer nennen mag, mit mir zusammen spielen lasse, sogar kostenlos. Er leckt überhaupt nicht. Und ich habe nebenbei noch mehrere Modpacks auf diesem Server und einen zweiten Server am Laufen, der in gewissen Abständen hochfährt und runterfährt. Da werden sogar die Ressourcen geteilt und da gibt es nur minimale Lags. Und das liegt dann auch meist nur daran, wenn einer nach Punkt A, einer nach Punkt B, einer nach Punkt C und der andere nach Punkt D erkunden geht, wo noch nichts aufgedeckt und gerendert ist. So, ihr hört sicherlich, meine Stimme hört sich gerade sehr erleichtert an, weil ich musste das jetzt einfach mal sagen. Denn solche Kommentare kotzen mich an und dank dieser Leute, die diesen einen Server ja so schön reden mussten, wurden zum Beispiel auch einige Accounts erst an demselben Tag erstellt wurden. Und ja, man sieht es bei YouTube, wann der Account erstellt wurde. Und dann auf einmal so eine Hate-Kommentare kommen, ist ja ganz merkwürdig. Fasst euch mal in euren eigenen Kopf, überdenkt mal, was ihr geschrieben habt, denn ich denke mal an eure Erziehung ist definitiv was falsch gelaufen. Und wenn ihr es nicht akzeptiert, dass jemand seine Meinung über einen Server äußert, dann habt ihr Pech, dann dürft ihr gar keinen Server haben. So, aber dank euch werde ich jetzt unter jedem Server-Vorstellungsvideo die Kommentare deaktivieren und alle die gerne möchten, dass ich ihren Server vorstelle, uneingenommen meine Meinung darüber äußere, die können mich auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder auf meinem Discord gerne anschreiben und drum fragen. Unter den Videos geht das nicht mehr. So, das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Bevor ich jetzt mit dem Server-Vorstellungsvideo anfange, zu dem ich sogar persönlich eingeladen wurde. Und ich sag's nochmal, ein Gruß an die Leute, die so eine scheiß Kommentare schreiben. Damit erreicht ihr bei mir nichts, außer dass ich euch ausschließe, dass ihr nichts mehr schreiben könnt, dass ich euch blockiere und dass ich die Kommentare halt deaktiviere. So, und jetzt guck mal, was hat Olaf hier oben drin, bevor wir zum nächsten Video kommen. Er hat ein zweites Haus. Ja, hat nicht wirklich viel hier drin. Recht gerade so zum Überleben. So, okay. Schluss mit rumschnüffeldidüffeln. Ich beende jetzt hier das Intro vor dem Intro. Ihr seht jetzt das Intro und dann kommt das eigentliche Server-Vorstellungsvideo. So, da
sind wir jetzt nach dem Intro. Wir gehen jetzt auf den Server Sky Zero, zu dem ich eingeladen wurde. Allerdings, es ist 1.40 Uhr. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendjemand groß online ist. Bis auf die 10 Leute. Ja, okay. Ich hatte jetzt ein Buch vor mir. Hier haben wir auf jeden Fall, oha, sehr nice. Es gibt eine Dia-Ausrüstung zum Anfang. Was ist das? Aus dieser Crate kannst du ein zufälliges Item ziehen. Okay, Elite-Rang-Gutschein. Prime Crate, Enchanted Golden Apple. Okay, ich sag's nochmal vorneweg, bevor ich jetzt richtig loslege. Ich gehe voreingenommen auf diesen Server, auch wenn ich eingeladen wurde. Und man staune, es leckt nicht. Guter Server auf jeden Fall schon mal. Tut mir leid, das musste einfach mal sein, um gewisse Leute zu triggern, die das Video bestimmt auch wieder sehen werden. Und falls ihr Nebengeräusche hört, ja, ich bin erkältet. Nochmal, ich gehe voreingenommen auf den Server. Es ist meine Meinung, die ich hier jetzt äußere, wenn mir was nicht gefällt. Okay. Hier steht jemand AFK rum. Ja, es ist meine Meinung. Jeder, der den Server besucht, kann sich dann seine eigene Meinung bilden. Server-IP ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und ja, okay. Armor Stance. Okay. Es tut mir leid, das muss ich kurz. So darfst du mich nicht nennen. Lieber Flax, falls du dieses Video siehst, ich habe auch manchmal dieses Problem mit dem nicht. Das ist einfach nur, weil man zu schnell schreibt. Also, ich kenne das Problem. Du musst dir vorher eine neue Ender-Chest zulegen. Aktuelle Status öffentlich. Linksklick, um Ender-Chest 1 zu öffnen. Rechtsklick, um Ender-Chest den Status zu ändern. Okay. Wenn das die Lobby ist, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Armor Stance, ja gut. Ihr kennt meine Meinung zu Armor Stance. Gefällt mir nicht wirklich, denn die sind sehr serverbelastend, aber toi toi toi, hier leckt es überhaupt nicht, wenn man joint. Die Lobby ist top. So, da geht's zu Skyblock. Stunden-Event, Sky PvP und Spawn in 10 Minuten, da werden wir, bin ich ehrlich, nicht hingehen. Ich gucke mir auch nie alles von einem Server an. Falls das jemand stört, denn ihr sollt euch ja selber einen Einblick verschaffen, wie der Server ist, und ich möchte euch nicht alles vorneweg zeigen. Ich zeige euch immer nur einen Bruchteil eines Servers. So, hier kannst du dir deine Belohnung abholen. Klicke, um zu den Belohnungen zu kommen. Warps, Casino Arena, Sky PvP, Stunden-Event, Crate-Übersicht. Das gibt es auf jeden Fall schon nochmal alles. Wir gehen einfach mal hier hin. Oh, da oben ist ein Jump'n'Run. Das ist in einer Lobby immer geil. Olympia Crate. Forscher. Hallöchen. Chance 3%. Okay, also man sieht, es gibt hier ordentlich was zu gewinnen, wenn man solche Crates öffnet. Das ist sehr nice, also top, den da haben wir. Ich suche jetzt aber wirklich den City Build. Es wurde mir gesagt, hier gibt es einen. Nicht schlecht. How to Jetons kaufen. Klicke Rechtsklick auf den Dealer hinter dir. Hi. Danach auf die Nachricht, ob du Jetons kaufen oder verkaufen möchtest. Gebe danach die Summe ein, die du tauschen möchtest. Jetons sind 1:1 mit Coins. Kaufen.
100. Hehe. Warte auf Spieler. Blackjack. Okay, das Casino sieht schon mal recht nice aus. Kugel liegt auf 3. Kugel liegt auf 32. Daily Spin. 500 Jetons. Ich habe nur 100. Was? Slash Crash. Okay. Yo, ich kann hier eigentlich nirgendwo mitspielen, weil ich nicht so viele Jetons habe. Ist eigentlich schade. Ich wollte überall 200 Jetons haben. Aber dieses Casino ist echt top. Also, da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zurückkommen. Lasst ihr alle. Okay, slash IS Warps. Ach du Heimatland. Farm und Shop, Bunetz. Das ist ja eine ganze Menge. Komme ich mit slash Lobby zurück? Oh. Oh, oha! Das ist die Lobby. Okay. Ah, hier, guckt mal. City Build, Skyblock. Ich mag Melon, ich auch. Vor allem die an Frauen. Hui, okay. City Build. Okay. Das war sehr nice. Ah, es tut mir leid, ich muss mich kurz richtig hinsetzen. Also, ich gehe auf den City-Build und werde erst einmal gekickt. Das ist natürlich nicht schön. Und irgendwie ist alles jetzt verschwunden bei mir, bis auf die Dia-Sachen. Okay, das ist jetzt natürlich auch nicht schön. Lerne neue Fähigkeiten. God Beast Extreme Legend. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist gerade recht unübersichtlich. Plotwelt, da haben wir es doch. Wir haben es gefunden. Nach weiß ich nicht wie viel Minuten. Okay, es ist eine Flatmap. Okay, das ist übertrieben. Das ist... Lass mich rein. Tut mir leid. Oh, derjenige, dem das gehört, hier, Bonzenplot. No, es tut mir leid, ich muss mir das angucken, weil das ist übertrieben hier. Das ist einfach übertrieben. Rip Watercrow. Ruhe und Frieden. Aktiver Tor Cambolino. Meist aktivste Torspielerin. Ah, okay. Da komme ich nicht rein. Okay, ja, mir gefällt... Also, ich muss sagen, es... Mir gefällt das nicht. Ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Und es ist meine Meinung. Wem es gefällt, okay. Vambolino sein GS. Okay. Das sieht richtig nice aus. Also das... Okay. Darko, spielst du auch auf dem Server? Kleiner Spaß am Rande. Darko weiß, dass ich gern so eine Scherze mache. Und er ist einer von den wenigen, die mir sowas übel nehmen und mir auch sagen, wenn das übertrieben ist, zu viel ist, wie auch immer. Die Kisten da oben sehen ein bisschen scheiße aus. Okay, aber das Gebäude an sich, holy. Das ist ja, ich muss dazu mal auf dieses Plot hier gehen. Bombe. Und ist das hier auch selbst gebaut? Muss ich jetzt mal gucken. Das Plot gehört... Plot 1,2. Gewinnspiel von 500k. Okay. Das sieht auch mal richtig nice aus. Jetzt ist die Frage, hat er das per Hand gebaut? Hat er dazu Crea bekommen? Oder, wenn er es per Hand gebaut hat,
Welche Vorlage hat er dazu genommen? Was? Es wurden zwei Items gelöscht. Nee, nicht bei mir. Das mit den Löschen kenne ich von anderen Servern. Das ist recht gut. Vor allem, das sind nämlich die Sachen, die immer auf Boden rumliegen. Die werden dann gelöscht. Das ist sehr nice. Das soll bestimmt eine Villa werden. Der Grundbau sieht nicht schlecht aus. Aber das Ding ist ja auch mal Baba. Holy shit. Also, Respekt an denjenigen, der das im Survival baut. Was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier gibt es Plots. Das ist sehr nice. Okay, also das ist eine Flatmap, wo gebaut wird. Dann gucken wir uns doch mal die Farmwelt an. Allerdings, mich würde mal interessieren... Nein, jetzt bin ich in den Nether gegangen. Egal. Nether und Farmwelt, ob das denn ob das denn regelmäßig resettet wird. Auf einem mir bekannten Lieblingsserver wird das ja einmal im Monat zum ersten resettet und eine komplett neue Map aufgespielt. Dass auch alle Ressourcen wieder vorrätig sind. Und ja, das würde mich jetzt mal interessieren, ob das hier auch der Fall ist. Des Weiteren würde mich mal interessieren, wann der Server auf die 1.16.4 geupdatet wird. Ich bin aktuell, sieht man das hier irgendwo? Ihr habt da oben auf der 1.16.1 hier drinne. Und holy, ich habe hier 430 FPS. Läuft, das ist ein guter Vanilla-Server. Ein sehr guter. Also, wenn ich das ein Sternchen bewerten soll, muss, tu, wie auch immer... Gibt es dafür, dass der so flüssig läuft? 10 Sterne. 10 von 10. Ein anderer Server würde da 0 Sterne kriegen. Tut mir leid, ich hack immer gerne wieder auf diesen einen Server rum. Ja. Wird der Server irgendwann auf die 1.16.4 geupdatet? Denn ich musste mir jetzt extra Optifine für die 1.16.1 runterziehen. Und installieren. Wobei ich eigentlich auf der 1.16.4 Ruhe aktuell spiele. Was auch für viele besser ist, weil da sind ja viele Bugs gefixt und ja. So. Dann gucken wir uns doch jetzt nochmal die Farmwelt an. Okay, ich habe wieder volles Hunger, das ist sehr gut. Kann ich dir die Picke klauen? Nein, schade. So, Spawn Protection ist an. Wie weit geht die? Oh. Oh, die ist aber groß eingestellt. Okay. Okay. Die ist sehr groß eingestellt. Das dürften jetzt schon 16 Blöcke sein. Also 16 mal... das ist so... Ich muss ehrlich sagen, wenn ich einen Vanilla-Server erstelle, siehe die Vanilla-Folgen, oder irgendwas anderes mache, ist Server-Protection meist aus, weil... Kann ich das haben? Nein? Okay. Weil, au. Ja, Server Protection bringt einfach nichts jetzt auf so einem Server, wie ich mit meinen Leuten immer spiele. Danke dafür, nehme ich dankend an. Ja, und auf einem, ich sag mal, jetzt, mittelgroßen Server. Ich möchte jetzt nicht sagen, das hier ist ein großer Server. Oh Gott. Bloß nicht. Ich weiß nicht, wie viele aktuell hier drauf spielen. Tagsüber. Wir haben es ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon 2 Uhr und die Aufnahme geht definitiv sehr lang. Ist aber so eine große... Wie soll ich sagen?
Spawn Protection. Nee, ihr öffnet die Properties und dreht die ein bisschen runter. Also ihr habt da nicht viel. Ihr habt da drei Armor Stands und ein paar Bäumchen. Die Block Protection reicht wirklich 8 Blöcke aus. Es sind dann immer 8 Blöcke in jede Himmelsrichtung. Also, das reicht vollkommen aus. Es ist meine Meinung, ob es der Betreiber jetzt natürlich umsetzt oder nicht, es bleibt ganz ihm überlassen. Also ich will hier niemanden Vorschriften machen oder so, ganz im Gegenteil. Hehe. Nee, aber wenn das wirklich nur dieses Stück hier ist, da reichen wirklich 8 Blöcke in jede Himmelsrichtung aus. Bin ich der Meinung. So, dann haben wir uns das angeguckt. Ich rede und rede und rede. Wir haben uns jetzt angeguckt. Die Farmwelt, die Neta, das City-Bild, das Casino. Wir gucken uns jetzt noch die Einkaufshalle an. Das ist sehr wichtig. Ob man da selber sich einen Stand machen kann oder nicht. Und irgendwie sind immer die gleichen hier zu sehen. Bum, 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 bum. Ja, zu vermieten. Man kann sich hier also seine... Alter, alles klar. Huge Prevents. Was? Okay. Man kann sich hier seinen eigenen Shop mieten, wo man Sachen verkaufen tut, kann. Kann man aber auch Sachen ankaufen? Das ist halt jetzt die andere Frage. Denn nur verkaufen ist ja langweilig. Vielleicht gibt es ja jemanden, der zu faul ist zum Farmen und sagt, ich kaufe 50 Stacks Stone Bricks für so und so viel an. Zum Beispiel, das Drachenei kostet 70.000, 7.000 Coins. Der kostet 5.000. Ist recht günstig, muss ich sagen. Also, was? Nee, ich will den nicht mieten, danke. Es ist auf jeden Fall richtig geil. Es gibt eine Mall, an der man sich einen Shop mieten kann zum Sachen verkaufen. Gut wäre es, wenn man auch Sachen ankaufen kann. 25.000 könnte ich schon verzaubert machen. Also wenn, dann muss der schon Mending und Infinity drauf haben. Vorher nicht. Und ich weiß, es geht nicht. Aber ein kleiner Spaß, der darf immer mal sein. So, Lobby. Oh, ja, ist gut. Da haben wir uns jetzt noch die Mall angeguckt. Dann schauen wir uns noch den letzten, was ist das, die Arena an. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht gleich geklatscht werde, denn nur, ich bin nicht angezogen oder so. Oh, hier. Ah, hier kannst du auf einer flachen Fläche gut kämpfen. Hier kannst du auf einer sandigen Fläche mit wenig Hügeln kämpfen. Wir gucken uns die an. Arena 1 dürft ihr euch selber angucken. Okay, wir machen erstmal das hier vorsichtshalber. Sicher ist sicher. Das ist das einzige Essen, was ich habe. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich hier drauf zugreifen? Nein. Also hier ist alles gesichert. Das Wasser... Das könnte man richtiges Wasser lassen. Es sieht richtig geil aus, die Arena. Also, ey... Ich kann mich hier nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, es sieht richtig geil aus. Es gibt eine Weltborder. Das Wasser könnte man Wasser lassen. Weil man ja hier die Steine hat, wo man, ich sag mal so, rüberspringen kann. Ohne Probleme. Hier gibt es ein Häuschen zum Verstecken. Auch sehr gut. Mit zweiter Etage sogar. Also da oben kann am Camper echt gute Chancen. Hier ist noch ein Häuschen. Also die Arena, die fetzt, ja. Ich bin zwar nicht der PvP-Profi,
Aber ich würde mich selbst hier drinnen mal versuchen. So, wir gehen wieder zurück zur Lobby. Skyblock PvP Version 2 neu. Ruhe. Aus. Nein. Vor allem, wo kommen die her? Da sind Slimeblöcke drunter gewesen. Okay. Alter. Es tut mir leid, ich muss ganz kurz hierher. Hier, das Geknalle, das ging mir gerade ein bisschen auf den Keks. Was kann ich sagen? Wir haben uns die Bauwelt angeguckt. Die Plotwelt, wie sie hier heißt. Es ist eine Flatmap, okay. Ich habe jetzt nicht geguckt, auf welcher Bauhöhe die war. Weil Standard ist ja so 63, 64, dass man sich noch einen schönen Keller einbauen kann. Das hab ich jetzt natürlich, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Da gab es richtig geile Bauwerke. Also, holy. Klasse, top. Neben solchen Leuten zu bauen, macht immer Spaß. Ich bewerte das jetzt einfach mal alles ein Sternchen. Also die Plotwelt, es waren große Plots, es waren sehr große Plots. Kleine Plots habe ich nicht gesehen. Also toll, weil es ist ja meistens so, dass Serverbetreiber sagen, ja nee, komm, Anfängergrundstück, 8 Blöcke oder 10 Blöcke. Und du darfst maximal 15 Blöcke tief bauen. Hier sehr große Grundstücke, also top. Kann ich mich nicht beschweren. Was ist denn da unten? Okay. Ja, so, die Farmwelt, die Spawn Protection, habe ich ja schon gesagt, die ist mir ein bisschen zu groß eingestellt. Die würde kleiner auch vollkommen ausreichen. Ich will da runter. Dann der Nether und Farmwelt. Da würde mich wirklich interessieren, ob das auch regelmäßig resettet wird. Wenn ja, wann? Ich denke mal, das steht auf dem Discord oder auf der Homepage. Ich weiß gar nicht, ob es eine Homepage gibt. Bin ich ganz ehrlich. Dadurch, dass ich ja die Kommentare deaktiviert habe, wegen gewisser Leute, kann ich das auch nicht mehr einsehen. Deswegen gibt es so die Server-IP in der Videobeschreibung. Ja. Ich hoffe, dass es resettet wird, dass man auch an natürlich an die Ressourcen kommt, die man gerne haben möchte. Jobsystem gibt es hier leider nicht. Dieser Befehl existiert nicht. Nein, schade. Jobs? Nein, auch nicht. Ist schade, aber ich sag mal so, ich habe mich jetzt mittlerweile auch abgefunden, dass es cool Server gibt, wo es eben nicht sowas gibt. Ja. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich schweife immer wieder vom Thema ab. Farmwelt, Nether. Ob das regelmäßig resettet wird. Ich will da runter. Die Arena 2 habe ich ja besucht. Meiner Meinung nach geil, top, Bombe, sieht gut aus, nicht zu groß, da kann man echt gut kämpfen für die, die PvP lieben. Die Mall, ja, die Shops waren klein, die Mall an sich war aber riesengroß. Man könnte die Shops vielleicht einen Ticken größer machen oder die Mall müsste ein bisschen kleiner sein, weil das sieht ja so aus, als ob da eine Ameise in einem Einfamilienhaus rumrennt. Es ist meine Meinung. Und meine Meinung, auf die müsst ihr nichts geben. Aber für mich persönlich war die Mall zu groß, die Shops zu klein. Aber trotzdem geil, dass es hier einen Shop gibt. Bombe. Würde ich sofort 8 Sterne geben. Netherwelt, Farmwelt, da habe ich ja schon gesagt, wegen dem Reset. Ich weiß nicht, ob und wann es resettet wird. Und
Wenn es denn der Fall ist, dass es wie auf normalen Servern jeden Monat resettet wird, eine neue Welt aufgespielt wird, dann gibt es definitiv 10 Sterne. Auch wenn die Spawn Protection so groß ist. Was war noch das Casino? Man kommt mit 100 Coins auf den Server und hat dann leider nur 100 Jetons. Ist ein bisschen schade. Weil man nicht so, ich denke mal, nicht so schnell an Geld kommt, muss man eben was anderes versuchen. Und da geht man halt gerne ins Casino sein Glück versuchen. Casino, es müsste mindestens ein Automat sein, wo man mit 100 Jetons bezahlen kann oder wetten kann. Das wäre geil. Ansonsten an sich der Server, die ganzen Lobbys, ich nenne es jetzt einfach mal Lobbys, sieht richtig geil aus, aber wirklich alles, bis auf dieses Geknalle der Raketen, das ging mir ein bisschen auf den Keks. Ansonsten, ich kann mich hier nicht beschweren. Vielleicht werde ich hier noch ein zweites Mal draufkommen und ein drittes Mal, mal schauen. Auf jeden Fall, ich werde den Server in der Serverliste behalten. Wenn er dann mal auf die 1.14 kommt, werde ich definitiv öfters mal hier drauf sein. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es sehr lange geht, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Kommentare sind deaktiviert, dank diverser Kinder, die meinen, oh, der hat mir den Server schlecht gemacht, ich muss den haten. Es ist immer noch meine Meinung, die ich hier offen kundtue. Und so wie hier wurde ich ja zwar eingeladen, aber ich gehe uneingenommen, offen und ehrlich hier drauf und war das erste Mal hier drauf. Und was soll ich sagen, der Server läuft, sieht geil aus, Bombe. So, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.